So, da sind wir zurück. Weiter geht's. Folge 2. Wir sollen jetzt hier irgendwas kaputt machen. Und dann machen wir das einfach mal. Ihr habt die Daten des nächsten Nachtpunkts bei Lima 2. Macht, dass ihr dahin kommt. Ja, machen wir. Torpedowerfer. Vendetta. Du bist mein Bro. Stony Fox. Ja, warum bleibst du stehen? Töte doch mal zwei Terrorfreaks. Stony und Mayday, ihr haltet euch zurück. Lasst den Kleinen da mal ran. Okay, machen wir das. Verstanden. Mann, Skipper, und ich hätte so gerne mal mein Rohr durchgeputzt. Okay, Torpedo. Alles klar. Brauche ich doch nichts. Knarre ist so scheiße. Jawohl! Auf zum Nachpunkt. Vielleicht findet ihr da noch was für unseren Frischling. Er schießt sich langsam ein. Ja. Die Steuerung ist echt ein bisschen. Diese Maussteuerung. Ein bisschen indirekt, ey. Der meint das auch mit Joystick? Ich weiß es nicht. Ich brauche auf jeden Fall ein schnelleres Schiff. Oh mein Gott. Los jetzt, Quappenfotz. Mach scharf aus dem Scout. Jo, alles klar, mach ich. William, du feuerst wie ein alter Mann pinkelt. Das kannst du besser. Maul halten, ihr Schwätzer. Echt mal. Sieht euch beim nächsten Nachtpunkt um. Okay. Wie so eine Industrieanlage hier oder sowas. Ich sauß mal hier durch. Und da hinten ist schon das. Oh, da sind ganz viele da hinten. Zeig, was du drauf. Ich glaube, da muss ich ein Torpedo drauf schießen. Nein, der hat recht. Das schafft der Kleine nicht. Ich halte ihm mal das Händchen. Ja, ich schaff alles. Den hab ich, okay. Warum hab ich doch kaputt gemacht? So, easy! Guter Job, Willy! Die Steaks sind gegrillt! Schluss jetzt, das reicht, Leute! Touch and go, Willy! Melde mich gleich zurück! Alrighty then! Okay, Escape, Autopilot, ne? Autopilot. Jo, das war ja easy! So, Captain, wie hab ich das gemacht? So, spitze. Hey, hey, blow the man down. Du hast dir gerade einen weiteren erbärmlichen Tag deines Lebens erkauft, Willy. Hast es gemerkt, was? Schiffe der Atlantischen Föderation sind schnell. Zu schnell für ihre Manövrierfähigkeit. Danke, Skipper. Aber was ist mit Stony? Ab und zu kriegt er einen Rappel. Seine Alleingänge enden immer im völligen Chaos. Der Junge ist mit dem Kopf zuerst auf diese Welt gekommen.
Flutsch, Rums, Autsch. Was soll ich jetzt tun? Fazihed ist unser Auf- und Abräumkommando. Er räumt das Schlachtfeld auf und birgt, was noch brauchbar ist. Hände aus Gold. Geh und hol dir deinen Harry ab. Meinen was? Was? Ach, deine Beute, Kitzkopf. Okay, mein Harry. Okay, wo krieg ich meinen Harry? In der Messe? Neiling, hi. Konnichiwa. Hat Spaß gemacht, Kleiner. Niemand kann einfach zusehen, wie ein paar Spinner eine Station überfallen. Vergiss es. Bleib in meiner Nähe, ja? Wir beide sind ein gutes Team. Wieso? Wie meinst du das? Denk nach, Jaula. Ja, intim, Junge. Hast du es nicht kapiert? Okay, so. Mannschaftsraum. Ah, Angelina. Gut gemacht, Drake. Ja. Ich sehe in deinen Augen Tapferkeit, aber auch... Was? Rastlosigkeit. Ja. Sieh dich vor. Und was ist mit Stony? Er ist verschwunden. Das Übliche. Wir können ihn nicht an die Leine legen. Je länger er weg ist, umso schlimmer Amitabs Moral predigt. Amitab hat eine Moral? Das wundert mich aber. Wundere dich nur. Das ist ein guter Anfang. Okay. Nett. Das ist ja nett. Du bist schnell, Drake. Eine gezogene Waffe. Hä? Danke. Ohne Munition. Noch. Okay. Müllschleuse noch mal eben gucken. Alle haben sowas zu sagen hier, ne? Animal. Woher kommst du? Was willst du? Ich... Das ist mein Schiff. Verzeihung, dass ich nicht ins Dekor passe. Oh, ich... Schrei doch nicht so. Spast. Ich krieg die da gleich runter. Doc? Fuzzyhead. Ah, Wacken Willy. Nicht schlecht geschlagen, Junge. Ja, ja. Überfälle werden immer häufiger. Was wollten die auf Lima 2? Ihren Spaß. Terrortouristen aus dem übersatten Neopolis. Sie brauchen den Kick. Als wir noch in Neopolis wohnten, gab es sowas nicht. Ach, Aqua wird älter, Drake. Und mit jedem Jahr hässlicher. Aber jetzt hör zu. Amitab hat's gerne, wenn wir nicht alle Frachter, denen wir begegnen, kaputtballern. Wenn du sie nur mit einer EMP-Waffe lahmlegen kannst, kann ich raus und jede Menge Beute holen. Wir brauchen diese Ausrüstungen. Muni, Waffen, Credits. Aha. Ausrüstungskonsole, Hangar-Konsole. Ah, okay. Das ist mein aktuelles Schiff. Beste Freunde des harten Arbeiten Seemanns, vielseitig, verwendbar, zuverlässig und zäh. 137 Kilometer. Okay, Schiff. Mhm, aktuell. Aha, aktuell. Aha. Weiter. Kann ich irgendwo weiter drücken? Okay. Kann ich mal okay drücken. So. Ausrüstungskonsole. Ausrüstung Vendetta Sniper. Dazu, aha. Torpedo. Stanley. Schaden 4000 Megajoule. Dann ist ja keine Ortung, keine. Treasure Shark. Passiv 6000. Okay, viel geiler. So. Drin. Achso, ich kann immer nur zwei Torpedos. Stanley? Okay, auch nur zwei. Okay, also. Dieser hier ist ja viel geiler. So. So, Autoausrüstung geht auch. Buzzer. Generator. Reparatur. Spezial. Keramikpanzerung. Die kinetische Panzerung um 1000. Yo. Ist gekauft, Junge. So. Und Ende. So, Konsole. Speichern ganz brav. Zurück. Fortsetzen. Nächste Mission, Captain. Und es gibt immer noch keine Alternative? Wie lautet dein voller Name? William Drake. William Drake. Hieß du nicht mal ein Pirat, William Drake? Ja, ja.
Meine Mutter ist gestorben und... Halt dich ein, Amitabh, nicht an mich. Sind die Aniel so unfreundlich hier? Junge! Drake, das Leben meines Abenteurers ist hart und kostet Credits. Wir haben einen Notruf aufgefangen. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit Notrufen. Erfahrungen? Was weißt du schon von Erfahrungen, Süßwassersäufer? Harr! Was Crawler sind? Harr! Das heißt, Harr! Sie sind Menschenfresser, Piraten, Mörder. Harr. Mit einem Wort, Yarr. Animal. Animal ist ein Crawler. Aber wir haben ihn fast gezähmt. Jetzt sind seine Kumpels in der Nähe und halten so ein Forscherweib eingekesselt, das unablässig SOS funkt. Aber wieso ausgerechnet eine Forscherin? Ja, wieso wohl? Forscher wie Sklaven, um ihre beschissene Technologie zu verbessern. Brackwasser. Mayday muss auch mal wieder raus Blut schnuppern. Denk dran, jedes Schiff, das du nur lahmlegen kannst, wird von Fuzzy nachher ausgeräumt und bringt uns eine Menge Ausrüstung. Und dann? Na, wir hauen diese Makina-Forscherin da raus. Die steht für eine Menge Credits. Drake, Lina und Mayling, ihr greift die Crawler an. Denk an die Vendetta-Sniper. Sie hat eine Reichweite von knapp 500 Metern. Jarp. Jarp. Da! Hört ihr mich? Verdammt! Hier spricht doch der Finch von der Taparabo. Holt mich hier raus. Dafür gibt's eine Menge Geld. Auch wie ich das hasse. Niemand stiehlt mir ungestraft die Zeit. Merkt euch, die Crawler benutzen eine Abart der Standard-Plasma-Waffen. Holt mich hier raus. Das ist ein SOS der Alpha-Klasse. Wer nicht hilft, kommt vors internationale Kriegsgericht. Ihr müsst mich und meinen Transporter hier rausschaffen. Alles klar. Machen wir das mal. Und los. Dr. Finch. Taktischer Hinweis, sendet das Sniper zum leichtgepanzerten Feindziel zu eliminieren. Aus Cockpit zielen. Roger, Stan! Was lädt das eigentlich so lange? Das Spiel ist uralt. Torpedowerfer, Vendetta, Vendetta Sniper. Aha. Halten Sie durch, Dr. Finch. Wir hauen Sie da raus. Aber Sie müssen schon was sprengen lassen. Ich gebe Ihnen Credits, aber helfen Sie mir gegen diese verdammten Menschenfresser. Okay, da ist schon einer da vorne. Okay, wo ist das Cockpit? Keine Ahnung. Hier vielleicht. Ah. Ich werde beschossen. Mein Schild beträgt noch 75%. Scheiße. Heute hat er nichts, ey. Ein Torpedo am Kopf. Wer sagt's denn? Wir sind angekommen. Das war knapp. Danke, Leute. Ja, aber doch einfach. Ziel erreicht. War's das jetzt oder wie? Fluchtroute berechnet. Wenn wir ihr folgen, werden die Crawler unsere Spur verlieren. Hey, Doc, sieht für mich wie ein Umweg aus. Ist es auch, aber diese Route ist sicherer. Gut, Dr. Finch, übernehmen Sie die Führung. Oh, nicht so schnell, bitte. Oh, Junge. Ich habe hier etwas auf meinem Scanner.
Das ist was für dich, Willy Boy. Untersuche den Nachpunkt. Bin ich Willy? Okay. Da sind sie schon. Ich bin in seiner Zielerfassung. Wo versteckt er sich da hinten irgendwo? Auf das Cockpit. Okay. Ach, Angelina ist mit mir unterwegs. Hallo, Baby. Sneak mal ein bisschen vor hier. Ist aber so lahm. Ob ich hier noch an der Steuerung was ändern kann? Das ist so indirekt. Ups. Ich bin leider schon ein bisschen angeknuspert. Oh, ich treffe auch nichts, ey, ne? Die Steuerung ist schon relativ kacke, muss ich echt sagen. Hm? Aufgeschaltet? Wer hat mich aufgeschaltet? Die Maus ist so scheiße, alter Schwede. Oh, ey, du, wie soll man da was treffen, ey? Geschützturm da unten, ja. Kuckuck. Ich bin in seiner Zielerfassung. Okay, sauber. Nur 3 Strich Panzerung. Na?
hat. Oh, hallo. 2-. Sag mal, kann ich mich auch irgendwie reparieren oder was? Vordere Panzerung ist schon ziemlich angedödelt. Mission fortsetzen, Missionsstatus, Missionsbriefing. Autoreparatur, gibt's sowas auch? Ich guck mal eben schnell nach. Eingabegerät, bewegen, Waffen, verschiedenes. Statistik, Licht an, Screenshot. Nö. Da müssen wir wohl vorsichtig sein. Torpedoturm. Was ist das Weiße? Das ist ein Torpedo, der da auf mich zukommt. Ah, jetzt treffe ich ihn. Ja, ist gut, nach unten. Oh. Oh, er schießt auf mich, der Asi. Oh, da kommt was. Wow. Oh, 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 oh. Komm schon. Wow, alter Schwede. Ein fucking Strich habe ich nur noch. Sag mal, ey, das ist doch Kacke. Ey, ist das Ding kaputt oder was? Ich habe nur noch einen Strich, kann ich mich mal wieder regenerieren? Es sind voll viele Feinde noch. Achtung, William, Scharfschützen! Schleich dich an ihnen vorbei! Ja, wie?
hier lang vielleicht? Da ist einer. Oh. Den schießt ein Torpedo in den Arsch, ey. Flitzt da irgendwo noch einer rum? Da. Ich bin in seiner Zielerfassung. Feuer. Ah, frischer Schatz. Hey, dein Torpedo mag meinen Wasser. Oh, ich hab geschossen. Angst. Komm schon. Fahr um die Ecke. Ja. Tell me that you love me, even if it's fake.